Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und da liegen sie. Mario und Ty sind beide mittlerweile auch schon zum Knacker geworden, ja. Wir hatten ja im letzten Part hier den Geburtstag gefeiert von den beiden auch. Und ja, das war vielleicht so von der Abfolge natürlich her nicht so super toll. Die sind mal wieder nicht zum Kuchen gekommen, um da zu altern. Aber nichtsdestotrotz, die Party, die Mario gegeben hat, ist ein voller Erfolg gewesen. Totaler Hammer und das war richtig gut. So, also wir haben jetzt die Erwachsenen alle auf Senioren gekriegt. Und die Kinder, also sprich Teenies, um die es ja eigentlich auch geht, haben noch 11 Sims-Tage vor sich. Also Lena 11, ich glaube bei Samira waren es nur noch 9 oder 8 Tage. Die sind ja ungefähr 2 Tage auseinander. Das heißt, das ist dann auch nur noch die Länge der Spielzeit hier. Also, ne, dass ihr das bitte immer schön im Kopf behaltet. Und ich werde leider Gottes auch ein bisschen Gas geben müssen, weil sich hier leider ein paar Sachen angebahnt haben, aus deren Grund ich hier jetzt wirklich nicht mehr allzu langsam machen darf. Sonst komme ich mit dem Spiel nicht mehr durch. So, jetzt wollen wir aber erstmal gucken, wie geht's denen denn? Es ist mitten in der Nacht, das ist, was ist denn überhaupt ein Tag? Dienstag. Der kleine Mann hier ist am Pennen, sehr schön. Was hat er denn für Wünsche? Eine Wasserballon schlacht man, Glühwürmchen fangen, ein Männchen machen, könnte ich mir vorstellen, dass ihm das gefällt. So, was haben wir hier? Du hast, ach ja, Asterix-Männchen machen. Okay. Mhm. Hier haben wir trainieren und was wolltest du? Ein Handwerker einstellen, wofür auch immer. Okay. Und hier sind wir, was haben wir hier angekreuzt? Trinkgeld mit Musik verdienen. Oh, guck mal, und er möchte sich auch liften lassen. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon gesehen, dieses Bild zumindest. Hab's aber nicht wahrgenommen, was das sein soll. Wir haben hier aber keinen Lifter. Also, das wird nichts, Mario. Dich kann ich nicht liften. Bei den anderen kann ich das ja wenigstens noch machen. Aber er könnte ja vielleicht auch einfach ein Meisterwerk verkaufen. So, dann hat er auch seine 2 Wünsche. Gut, dann machen wir mal hier das Ding an. Die Tiere sind wach, deswegen können wir eigentlich auch ein bisschen spulen. So ein bisschen da, ne? So. Kann man ja die Tierchen beobachten. Oder auch nicht. Ach. Gut. Ah, die sind. Ich bin hier. Ah, ja, gut, okay. Ich muss echt. Ich merke, dass ich so selten Sims spiele. Jedes Mal, wenn ich wieder anfange, muss ich gucken, was drücke ich, wohin und überhaupt und wie funktioniert's und was ist los. Das ist echt, ach, verrückt. Ich bin ja wirklich mal gespannt, wenn ich das Ganze hier beendet habe mit meinen Sims, also für euch hier auch, ne? Dann werde ich ja ein Update an meinem PC durchführen. Ich muss es auf Windows 10 updaten. Und ich habe ja mitgekriegt, dass sehr viele Sims-Spieler, also Sims 2-Spieler, das Problem hatten, dass es dann gar nicht mehr funktioniert hat. Vorher gab es ja auch schon diverse Probleme. Je höher das Programm, Betriebssystem war, desto schwieriger wurde das. Und viele hatten auch schon mit Sims 7, Sims 8 oder was ihre Problemchen. Aber ich glaube, so ab Windows 10 wurde es dann echt problematisch. Und da bin ich mal gespannt, ob ich danach überhaupt selber noch spielen kann oder ob dann gar nichts mehr geht. Da bin ich echt sehr interessiert dran. Ich meine, da ich momentan nicht so die Lust auf Sims habe, wäre es jetzt alles nicht so wild. Andererseits, wenn ich es wenigstens privat noch ab und zu mal spielen könnte, ist auch nicht verkehrt, ne? Also, wenn ich dann mal Lust habe. Aber das wird sich dann zeigen. Ich habe keine Ahnung. So, der gute Mann ist wach geworden. Fein, dann kann er mal hier auf Toilette gehen und Hände waschen. Das Katzenklo ist sauber. Die Katze sitzt da. Okay, alles gut. Was ist denn mit dir? Du bist noch am Schlafen. Okay, du schläfst noch. Du bist auch noch am Schlafen. Und du auch. Okay. Alle anderen schlafen noch brav. Gut. Er ist wieder der Erste, der wach ist. Dann könnte er ja sein Bild malen. Ach, eine Idee. So früh am Morgen, hä? Huh?
Was hatte ich denn eigentlich mit euch vor? Ich hatte irgendwie vor, guck mal, bei ihm fehlen auch nur noch 2 Pünktchen bei Kochen. Dann hat. Ah nee, und bei Charisma ein Punkt. Dann hätte er auch das komplette Ding hier voll. Wahnsinn, mal gucken, ob ich das noch machen will. Ist das dein? Ja, dann mal doch gerade weiter. Was wollte ich denn eben sagen? ja. Ich wollte irgendwas sagen, ich weiß es nicht mehr. Ah doch, ich hatte das letzte Mal in der Folge davor davon gesprochen, dass wir jetzt mit der Familie mal einkaufen gehen müssen, weil die haben nicht genug Klamotten im Schrank und das, was da ist, ist so, naja. Weiß ich nicht. Braucht man vielleicht nicht unbedingt, könnte man bessere Sachen haben. Und deswegen wäre es da wirklich mal an der Zeit, einkaufen zu gehen. So, lass mich mal kurz hier hoch. Madame, wie weit bist du denn? Hast du Hausaufgaben gemacht? Nee, scheinbar noch nicht. Gut, dann gehst du bitte auf Toilette. Ach, wer ist denn da? Da war die ganze Zeit einer oben gehockt. Sag bloß, du bist noch immer von der Geburtstagsfeier übrig geblieben. Aber hallo! Hat man die ganze Nacht einen fremden Typen in der Wohnung? Das ist so ehrlich. Das geht doch nicht. So. Du kannst einfach ausschlafen. Dir geht's gut. Und Madame hier unten. Ah ja, er sagt Tschüss. Er will sich verabschieden. Ja, tut mir leid. Ja, so spät ist schon. Dann geh mal. Mach, dass du wegkommst, Junge. So, sie schläft auf jeden Fall noch eine Weile. Wo ist er, unser Mieze? Da. Okay, geht jetzt Asterix begucken. Ja, unsere Fußpfote, genau. Fußpfote. Irgendwas. Ach so, hier draußen steht ja noch Essen rum. Ja, stimmt, ja. Okay, du brauchst Spaß. Okay, warte. Du möchtest Spaß haben. Das ist aber schlecht jetzt. Du müsstest erstmal Hausaufgaben machen, Mädel. Tut mir leid, du hast noch keine Hausaufgaben gemacht. Ich glaube, dein Bruder hat die auch noch nicht. Der muss auch aufstehen und Hausaufgaben machen. Zack. Dann wach mal auf und mach mal Hausaufgaben. So. Genau, so ist das. Gut, gut, gut. Ah, und da ist Madame auch wach geworden. Guten Morgen, meine Süße. Na, wie geht's dir? Schick siehst du aus mit deiner komischen Unterwäsche da. Alte Omi. Ich überlege, ob ich die wirklich alle in Grau lasse oder ob ich bei denen nicht wirklich mal hingehe und sage, die dürfen auch mal ein bisschen Farbe vertragen. Müssen wir mal gucken. Also gut, du machst das Bett hier noch, dann gehst du auf Toilette. Noch sauber, spülen, Hände waschen. Und dann gucken wir mal, okay? Was ist das denn? Ah, du willst Tai Chi machen, okay. Ja, so. Und Mario malt und ist fertig. Ja! Das Bild ist fertig. Verkaufe es oder hänge es an die Wand. Was haben wir denn da? Wow, immerhin. 425, komm, verkaufen. Hübsch ist es. Mhm. Oh, ja, da freuen wir uns, gell? So, wie wär's, wenn du dir jetzt mal was anziehst? Ah ja. Ist noch ganz früh am Morgen. Mhm. So, warte mal. Deinen Sohn habe ich gerade hingesetzt, der soll Hausaufgaben machen. Wie wär's denn? Kannst du überhaupt noch helfen? Als Papa. Ich weiß gar nicht mehr. Nö. Schade. Ich hatte gehofft, er könnte da einfach. Ich könnte da jetzt einfach mal draufklicken und sagen, hier hilf mal deinem Sohn. Gut. Was willst du denn sonst noch machen? Ach, das war jetzt gar kein Meisterwerk. Na gut. Dann mach was anderes. Mach, was du willst. Komm. Pieps. Ach nee, ich habe eine Idee, was du machen kannst. Stopp, wo ist denn meine Mieze? Mietz, 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 Mietz. Fußpfote? Das ist Asterix. Mhm.
Wo ist große Pfote hin? Ah, hier. Einfach mal loben für Tierfutter fressen, mal lieb haben, knuddeln. Das sind Dinge, die du tun kannst. Da freut sich dein Tier. Ja. Was möchte sie? Ein Handy kaufen? Hast du keins mehr? Du hast doch ein Handy. Sag mir, dass du eins hast. Ach nein. Sie hat wieder das Handy verloren. Ach, mach mal dein Bett. Und dann, kannst du noch ein bisschen zocken. So. Gut, und du bist auch fertig. Ja, super. Gut gemacht, mein Kleiner. Du hättest jetzt sogar Hunger ein bisschen, okay. Das heißt, du könntest mal ein Bett machen. Dann könntest du hier ein bisschen spielen. Und dann vielleicht unten noch ein Wackelpudding essen. Marius Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde, okay. So, ach, du sitzt auch da, okay. Teller nehmen, Wackelpudding, ja. Na komm, du könntest dir auch einen Teller nehmen, bevor du auf die Arbeit musst. Und du? Ja, du hast so... Du bist eh am Zocken. So, beeil dich, dann kannst du noch einen Haps essen. Ansonsten wird's zu spät. Ach, jetzt habe ich dich gar nicht. Warte mal. Madame, hör mal bitte auf zu spielen und mach mal hier. Säubern und füllen und säubern und füllen. Gut. So. Das ist okay. Sie kriegt irgendwie nicht so viel Spaß, wie ich gehofft hatte. Na gut, okay. Papa ist fertig. Da kommt gleich der Bus. Der Bus ist für den Kleinen da. Naja, gut. Wird schon passen. Er kriegt doch wohl in einem Haps das Zeug da reingefuttert. So. Hey! Huhu, würdest du bitte aufhören? Ihr immer mit eurem Tai Chi. So, auf geht's. Los geht's. Junger Mann, bitte auch aufessen und dann ab. So, und die Mama räumt dann auf. Ja, viel Spaß. Och, wer sitzt denn jetzt da? Rußpfote, geh auch von der Straße runter. Oh Gott. Fußpfote, bitte, bitte geh von der Straße runter. Ich möchte dich nicht überfahren. Ja, tschüss. Guck. Der kleine Mann winkt dir auch schon, dass du bloß nicht überfahren wirst. Weil Papa sitzt dahin in diesem riesenlangen Ding. Und, ne? Ja, warte kurz. Ich will gucken. So, was machst du jetzt? Ja, nimm dir auch einen Wackelpudding. Gute Idee. Miau. Ja. Putzt sie sich. Ja, machst du schön. So, und fahr. Ach, was ein Glück. Keine Rußpfote unterm Auto. Das hätte mir noch gefehlt, ne? Ja. So, wenn du Hunger hast, Essen wurde gemacht. Essen ist wieder im Töpfchen drin, wo es hingehört. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Fahrgemeinschaft für Tyson auch in etwa einer Stunde. Ah, perfekt. Komm, du hast genug gefuttert, würde ich sagen. Dann, abspülen. Abspülen. Aufräumen. Ja. Und dann ist der halbe Morgen schon wieder rum. Glaubt es ja nicht. Man glaubt es ja nicht. Wer jammert denn hier jetzt wieder? Wer ist denn das? Ach da. Ist das wieder Wally? Nee, Foxy. Foxy jammert hier so rum. Ah, wir müssen die Sachen hier auch noch aufräumen. Heiliges. Naja, gut, unsere Putze kommt ja auch später wieder.
Unsere Madame, die wird hoffentlich auch so Sachen wegräumen. Ja, dann müssen sie heute alle wieder arbeiten und in die Schule und so weiter und so fort. Klingelt das Telefon? Ach ja, das Telefon klingelt tatsächlich. Ja. Kann ich Lena sprechen? Nee, die ist in der Schule, da wo sie hingehört. Also ehrlich. So, warte mal, was wollte ich denn bei dir noch haben? Ein Handwerker wollten wir noch anstellen. Dann leg mal auf. Getan. Anrufen. Handwerker. Service. Das wolltest du noch. Warum auch immer, aber da steht, ich soll einen Handwerker rufen. Handwerker, ne? War doch Handwerker. Ja, ich denk schon. Wird schon passen. Ja, Handwerker, genau. Hm? Ja, ja. Okay, alles klar. Mach ruhig. Dann geht's ab auf Arbeit. Jo, tschüss. Bis gleich. Ah, da ist Samantha, genau. Jetzt habe ich auch den Namen Samantha wieder im Kopf. Das ist ja die gleiche, die auch bei Bergstahls putzt. Hier, ne? Ja. So ist das. Hm. Der wollte bestimmt, Foxy, er, sie, es, wollte bestimmt mit Asterix spielen. Ja. Ha, da kommt der Handwerker. Mal gucken, wo der jetzt hingeht. Weil ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was bei uns kaputt sein könnte. Warum wir einen Handwerker brauchen. Nun denn, wir werden es sehen. Ja, dann komm mal mit. Zeig uns, wo da das Problem liegt. Was ist denn kaputt bei uns? Oh, hier irgendwas? Der Kühlschrank? Nein, hier ist nichts kaputt. Okay, da ist nichts. Dann gehen wir mal eine Etage nach oben. Ob hier was kaputt ist. Vielleicht das Klavier? Ach, Quatsch, oder? Waschbecken. Hm, Toilette. Alles okay. Da ist auch nichts kaputt. Hm. Tja, was mache ich denn jetzt? Hm. Ja, also wenn die Dame das sauber gemacht hat, dann ist das auch in Ordnung. Hey, hier halt! Da ist alles tipptopp. Und dann... Dafür haben wir jetzt bezahlt. Na, super. Also, das war ein reiner Luxuswunsch, meine Süße. Paarberatung lernen. Okay, das nehmen wir als nächstes. Sie möchte Paarberatung lernen. Ehrlich, ihr seid verrückt. So, wo sind unsere Tiere? Asterix liegt da und schläft. Und Rußpfote? Ach, guck mal, jetzt sind sie sich hier draußen am Balgen. Gut, ich spule jetzt mal ein bisschen, weil bis die Kiddies kommen und so nie. Schneller spulen. Ja, ja, ja. So. Da. Das erste Kind kommt wieder heim. Ich weiß gar nicht. Ach ja, die hat ja auch noch ihre Ausbildung da. Ihre sogenannte Praktika, Lehre, was weiß ich auch immer. Weiter kommt sie da aber auch nicht, ne? Ich glaube, da haben wir schon alles erreicht, was geht. Hm. Na gut. Egal. Ja, natürlich. Leg's da hin. Wohin denn sonst damit, ne? Hm. Spaß. Macht dir das Spaß, wenn du Asterix knuddelst und mit ihm tobst und so? Loben für? Von Simbetten wegbleiben. Wo kann man mal machen? Spielen, toben... Und dann einfach mal liebhaben. Liebhaben, streicheln. So. Gut. Dann gib mal dein Heft her. La, 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 la. Ah! Jetzt haben wir hier schon zwei Hefte. Oh. Moment. Ich übersehe... Oder warte mal, das ist das Teenager-Magazin. Nein, 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 nein. Teen-Magazin. Deswegen lag das da. So. Okay. Uff. Puff, puff, puff. Ja, ja. So.
Gut, weiter geht's. Wo bist du? Da. Schneegli. Ja. Du lieb, gell? Oh. Du könntest dich auch mal umziehen. Gabalojo. Ada. Musi, Buki. Rechogi. Gabadu. Kamolojo. Erekabu. Masalojo. Gabalojo. Nebua. Mutschki. Schoskuji. So, dann zieh dir mal was anderes an. Du musst ja nicht in deiner Schuluniform auf der Arbeit erscheinen. Auch wenn sich das da bestimmt gut macht, aber das muss ja nicht sein. Dann kannst du meinetwegen noch, bis das Auto kommt, ein bisschen was spielen, ne? So. Ja, okay, gut. Auto ist da. Ganz direkt los. Tschüss. Mach's gut. Die hat auch keine freie Minute mehr, ne? So, das ist echt. Irgendwie ist Lena echt arm dran hier. Naja. Gut, dann bin ich mal gespannt. Jetzt müssten ja die anderen auch langsam mal heimkommen. Ach, ist so ungewohnt, wenn man einen Haushalt hat, wo keiner daheim ist. Oh, Entschuldigung. Wo alle auf Arbeit oder sonst wo sind. Hat man so selten. Ich hab das so selten. So, wo sind wir denn? Ich schätze mal, du kommst als nächstes. Ah, da kommt's Kindermädchen. Aha. Ich mach das erstmal weg. Das ist aber lieb. Dankeschön. Oh, wie süß. Oh, guck mal, die spielt sogar mit uns. Ja, ist das nett. Wofür so eine Kinderfrau bei uns in Sims alles da ist. Ja, hallo, ich bin auch wieder da. Aus der Schule zurück. Na? Jungchen, wie war's? Du legst die jetzt auch erstmal dahin. Und dann musst du auf Toilette. Ich sehe das schon. Also kannst du direkt dahin. Und anschließend Hände waschen. Gib mir deine Hausaufgaben mit. Ah, doch, da. Da ist so ein Lifter. Natürlich, die haben auch so ein Lift-Dings. Ach komm, aber wir müssen nicht jeden liften, nur weil er sich's wünscht, oder? Oh Mann, müsste man mal in die Kommentare schreiben. Ich habe an das Teil hier überhaupt nicht mehr gedacht. Ich hatte gedacht, ja stimmt, irgendwo hatten wir noch so ein Ding. Ja, zu lange her. Ich sag einfach nur, zu lange her. Hatte ich komplett vergessen. Ah ja, und jetzt sitzen wir da, lesen Zeitung. Vielleicht können wir ja was mit dem kleinen Mann spielen hier. Ich bin an der Pause. Ach Gott. Statt die Pause wegzudrücken, habe ich sie hingedrückt. Sehr schön. Auch fein. Oh Gott, ich werde müde. Ist das schlimm. Komm, wir gehen. Halt. Nee. Warte. Nicht weglaufen, Frau. Reden. Plaudern. Oh, kannst du mal mit ihr plaudern. Bist ja jetzt alt genug. Ja, da kommen wieder die ganzen Mitteilungen über Leute, die man verliert. Ah ja, und da kommt Papa. Juhu! Hi, Papa! Sehr schön. Wie wär's denn, wenn du das Ding mal einsprühst? Ach, oder auch nicht. Das Kind will doch lieber zu dir, als mit der alten Oma da plaudern. Hi! Moin. Hi, Papa! Aha, so okay, sind sie da, Josh. Ich hol mal die Post. Web. Und dann warte mal. Rechnung bezahlen. Du brauchst dann Spaß. Du könntest doch mal hier Unkraut jäten. Geh mal Unkraut jäten. Mesot, Meso Malinto. Satawashi. Oh, yeah.
Jetzt ist ein Kind da, so ich auch. Egal. Hi, da bin ich wieder. Ja. Ah, und keiner da, der mich begrüßt, weil der Baba das nicht so sagt. Na komm, dann nimm Knuddel unser Tierchen. Ja, ja, wir wissen, dass du da bist. Ist okay. Hi. Halt, du solltest doch mit deinem Sohn was spielen. Macht ihr das jetzt nicht? Hallo? Ich dachte, du spielst was mit ihm. Spielen. Wasserbombenschlacht, habe ich doch gesagt. Hm? Oh, so buckelidwudgy. Und? Look at Stein. Na also, geht doch. Sehr schön. Wer kommt jetzt und wird abgeholt? Die Samantha oder wer? Ist keine Ahnung mehr. So, ihr spielt ein bisschen und du machst mit Großfoto rum, beziehungsweise solltest du dich eigentlich mal um Asterix kümmern. Joggen gehen willst du? Okay, wie geht's denn Asterix eigentlich? Hab heute noch gar nicht nach dem Tier geguckt. Es bräuchte Hygiene. Da wird eine Runde Joggen vorher vielleicht auch gut tun. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir das doch mal. Joggen gehen. Genau. Dann geht joggen. Ja. Mit Asterix. Genau. Ja. So. Asterix, komm her. Ach, das ist die... Ja, das Kindermädchen geht. Okay. Wollte gerade sagen... andere Dame ist doch schon gegangen. So, warte, du musst auf Toilette, ich weiß. Dann geh hier benutzen und duschen. So. Und du, kleiner Mann? Nee, du gehst wohin, wo man Spaß hat. Nämlich in dein Zimmer. Mit Klötzchen spielen. Wie sieht's denn bei dir aus? Mechanik 3, Kochen 2. Kreativität hat er ja sowieso schon ziemlich voll. Na, dann machen wir das. Genau. Wobei, du wolltest der Katze auch noch Männchen machen beibringen. Ja, mal gucken. Vielleicht kommen wir da später noch zu. Im Moment ist es erstmal so. Ah! Seid ihr schon wieder zurück? Oder seid ihr gerade los am Gehen? Gehen joggen, okay. Sie gehen gerade joggen, okay. Alles klar. So, du hast Geld verdient. Ja, dann sprüh doch mal das Ding hier ein. Blaustuhl. Hallo, Blaustuhl, was auch immer du. Ah ja. Hm? Okay. Au, mau. Mhm. Gut, okay. Haben wir gemacht. So, was wollen wir denn jetzt? Spaß. Weißt du was? Du gehst einfach mal eine Runde schwimmen. Ups. Springe mal da rein. Dann passt es schon. So, du bist da. Du bist hier oben. Genau. Ich will schon wieder ein Ding malen. Ein Bild. Na, kann man eigentlich. Warte mal. Wo ist jetzt Rußfoto? Ich habe gerade eine Idee. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich habe da gerade eine Idee. So, warte mal. Loben, Liebhaben, Ausschimpfen. Ah, gut, okay. Das müssen wir anders machen. Jo, wir haben mit Klötzchen gespielt und kriegen einen Mechanikpunkt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, kommen wir mal her. Wie lange brauchst du denn noch zum Duschen? Naja, du musst eh ans Telefon. Das hilft ja alles nichts ab.
Du bist noch am Schwimmen, kriegst deinen Spaß, das ist wunderbar. So, und du hast auch deinen Spaß, ne? Och, ja, oder auch nicht. Wieso hast du keinen Spaß? Das ist aber echt nicht gut. Ich dachte, das macht Spaß. Okay, pass mal auf. Aber das macht dir Spaß. Nee. Ja, komm. Lena. Aha. Aha. So. Ah, Moment, ich hab was gesehen. Huhu. Madame ist daheim. Oh ja, du musst jetzt aber dringend den Hund baden. Asterix waschen. Ist als nächstes dran. So, und du kannst dann, wo ist jetzt Rußfoto wieder hin? Rußfoto, 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 wo bist du? Rusi? Foti? Wo bist du? Ah, da. Loben für Simbett mit Planung. Kannst du mal machen. Ja. Der Palette. Lieber Lotto und Makai. Que bolon. Chuan chua. Hallo? Was? Hi, ich bin Edda. Da Jörg sich letztens so gut... Nein, wir bleiben daheim. Warte kurz. Ich möchte aber was anderes machen, nämlich... ein Foto. Beeil dich. Ich hätte gerne ein Foto von unserer süßen Katze. Es ist ein bisschen dunkel, das Ganze. So ungefähr. Sieht das doch gut aus, ja. So, jetzt wüsste ich doch gerne mal, ob du ein benutzerdefiniertes Bild malen kannst. Das jetzt da drin ist oder ob ich ein Stillleben hätte malen sollen. Das wäre es wahrscheinlich eher gewesen. Oh, ich habe wieder nicht nachgedacht. Wahrscheinlich. Egal. Mal gucken. Also ich glaube aber nicht, dass das mit drin ist. Weil das sind extra Daten, Dingsbums, Tralalas. Ja, nee, hier ist es nicht. Mist. Okay, dann. Warte. Ist unsere Katze schon wieder da, wo sie ist? Ja. Was haben wir denn hier zum Sehen? So. Ja. Steht. So, mal gucken. Ich will mal irgendwas Besonderes malen. Ein total verwuschelten Hund, der da in der Wanne sitzt und wo nur das Seifenblasending rausguckt. Na, ich weiß nicht. Nee. Nee, das ist blöd. Was könnte man denn sonst malen? Die Tochter am Dart spielen? Was macht ein Sohnemann? Ist der noch oben? Der spielt doch Klavier, oder? Oder nicht? Der ist weg! Wo ist er denn? Wo ist Sohnemann hin? Sohnemann, wo steckst denn du? Moment, wo ist er denn? Hier? Wo hier? Bin ich blind? Ah ja, da! Ja, da, das ist doch schön. Ein Bild von Sohnemann in der Uniform, genau. Das ist doch ein schönes Bild. Das können wir machen. Ja. So. Das ist hübsch. Ja, das nehmen wir. Hey. Gut, dann mal das. Ist gut. Mal was anderes als immer nur den... Nee, nee, nee. Was machst du denn? Nein.
Och, Jungchen, ehrlich, dann geh schlafen, wenn du umdenkst. Ah, ich hab ne Idee, was du machst, bevor du schläfst. Komm her, guck ein bisschen Fernsehen hier. Dein Gute-Nacht-Fernsehen. Kinderzeug da. Also, ehrlich, kannst du ja wohl nicht. Oh je, und meine Zeit sagt mir, dass die Zeit schon wieder rum ist. Meine Uhr sagt mir das. Na gut, warten wir, bis der kleine Mann hier unten ist. So, warte. Das hast du gut gemacht, Asterix. Ganz toll. Benehmen in Wanne wird gelobt. Good boy. Dann wird aufgewischt, Toilette benutzt, geduscht und dann geht's auch direkt ins Bett. Madame ist nämlich dann echt müde. Ganz toll müde. Schlafen. Unterwäsche. So. Du guckst. Umschalten. Kids-Kanal. So. Und du könntest mitgucken. Komm, mach mal mit. Und dann würde ich sagen, mit diesem Bildchen verabschiede ich mich dann auch bei euch. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und wie das weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.